So, das wird den Helden töten. Camorocho-Schläger. Toyota heißt er übrigens. Es gab in... Oh, warte, ich kann superchargen. Cool, das kann ich beim Rennen machen? Oh. Das soll meine neue Hauptbeschäftigung kämpfen. Oh, das bei denen klappt das nicht. Ah, Mensch. Ich kenne die nicht immer. Hui. Leider nehmen die kaum Schaden, wenn man sich dagegen schleudert. Cool. Tja. Wie kann ich dir jemals danken? Ja, das weiß ich nicht. Aber ich danke mir auf jeden Fall selbst, indem ich hier erstmal... Ich schreibe, Moment, zurück auf den Straße. Ja, wie kann ich dem jetzt sagen? Wer hat dich angegriffen? Daigo Dojimas Schläger. Vielleicht hast du doch mal von ihm gehört. Er und seine Jungs sind hier immer ziemlich besoffen und verursachen eine Szene. Sie waren Daigos Typen? Weißt du, wo er ist? Ich würde nicht in seine Richtung blicken. Ich kann mit ihm umgehen. Wo ist er? Im Club Shine, wo ich arbeite. Ich werde dich dorthin führen. Hey, den Club Shine, den kenne ich. Da habe ich mal... Ich mit Rainer, glaube ich, hieß sie, geflirtet. Vor einem Jahr. Auf jeden Fall nicht mit ihr. Hier sind wir aber, sehr vorsichtig. Also das Club Shine ist dann übrigens eine Hostess-Bar. Wie so ein typisches Japan-Ding anscheinend. Von dem ich nichts weiß. Na, da ist er ja. 久しぶりだな。 話がある。 兄貴に気安く話しかけんな。兄貴。失礼だろうが。あっち行ってな。俺はこいつに話がある。兄貴に向かってこいつだと。お前らに用はねえんだ。少しの間席を外してくれ。ふざけるな。Möchte mit ihm reden und der möchte nicht, dass er mit ihm redet. ここじゃ店に迷惑がかかる。Panda ist wirklich machen, so den Kopf zu verdrehen, wenn sie mit Leuten reden. Lass uns rausgehen. Q ist wirklich sehr höflich, ne? Das ist halt. Ja, wir müssen uns hier drin nicht schlagen. Lass uns rausgehen. Da können wir das anders regeln. Ist immer noch überrascht, dass Leute, die ihren Platz nicht kennen, in dieser Stadt sind. Packt ihn! Ich habe übrigens keine Ahnung. Oh, Townpunks. Ich habe übrigens keine Ahnung, was Aniki heißt. Kann ich ja nicht gegen andere Leute gegenschleudern? Moment, man gibt mir noch einen! Man gibt mir diesen Menschen hier! Schön. Oh fuck. Schlage die Aigos Dingsbums. Na gut. Hab nichts gegen euch Typen. これ以上怪我させたくねえ。うるさい。そんなもん散らかしたら遊びじゃ済まねえぞ。やめろ。お兄貴。お前らがかな相手じゃねえ。しかしこいつは。でもまあ、これで。言う通りにしろ。 怪我なってねえな。奴ら射程じゃねえ。兄貴兄貴と言って勝手についてくる連中だ。相変わらず
Und Leute gefunden, die ihn einfach random folgen? お前の親さんが居た頃の強い東条会を、もう一度あの頃の東条会に戻るには、お前が必要なんだ。勝手なこと言いやがった。1年前組をめちゃくちゃにしたのはあんただろうが。そうだ。だから俺はその責任を取りに来た。 少しは目が覚めたか。変わんねえな。昔から力ずくでことを動かそうとする。そうした生き方しかできなかったからな。俺も同じだ。力で来るものには力で向かっていくだけだ。Hey, ein Kampf! Daigo Dojima. Also, long story short, er meinte, ihr seid, seit der Clan auseinandergefallen ist, hat er nicht mehr so richtig was zum Kämpfen und er findet es halt nicht so sinnig, dafür sich zu opfern. Kira hat argumentiert, dass der Clan früher deutlich stärker war unter starken Führern wie Shimano und Dojima und Dings und dass so ein Mafia-Clan vom Herrn braucht halt irgendwie. Braucht halt einen starken Führer und deswegen muss Daigo mal dazukommen, weil er schuldet ihn noch viel. Also Daigo schuldet das irgendwie, warum auch immer. Ich weiß auch nicht, wie der darauf gekommen ist. Ist nur der erste Gegner, der zwei Lebenspunkte-Balken hat. Oh. Und übrigens, ich hab vergessen, Kyo ist so, glaube ich, 45? Warte mal, ich muss kurz überlegen. Er war 1988 war er 20. Und jetzt ist 2006. Also 18 Jahre später, also 38. Wie lange wir den schaffen? Hui! Er hat sogar 3 Lebenspunkte Balken. Haben die Mechanik aus dem Vorgänger genommen? Das ist ein sehr einseitiges Gefecht, aber nicht vergessen, wir spielen immer noch auf einfach. Oh, Essence of the Finishing Blow. Manche Geschichtskämpfe lassen dich deinen Gegner in Style kaputt schlagen. Als erstes musst du deinen Gegner schnell kaputt kriegen und dann musst du ganz schnell X drücken, um Hitze aufzuhören. Und sobald du das voll gelernt hast, kannst du mit Y die Essenz des Endschlages. Fiese Heat. Oh. See ya!
Ja, Yakuza ist auch nur ein Anime mit Untertiteln, nur dass es kein Anime ist. Also Kiyu bringt das harte Kerl-Sein schon ziemlich rüber, finde ich. Ein selbstleuchtendes Bausteinschild? Das ist ja praktisch. Das hat alles eingebaut. Batterie und Dings. Und nach einer brennenden Tonne, das bietet sich ja sehr an, das da reinzuwerfen. だから、お前にルスを任せたいんだ。ふざけんな。自分だけ格好つけてんじゃねえぞ。登場会を頼む。ダメだ。俺も行く。俺はな、関西に借りがあるんだよ。借り？5年前、罠にはめられたんだ。それ以来、俺の人生は曲がっちまった。とにかくその借りを返すまで。 Oh, sie fahren mit Zug, nicht mit Auto wie sonst immer. Also geht auf jeden Fall, er bleibt nicht hier. Er möchte auf jeden Fall aufpassen, Kansai machen. Bevor er das nicht geklärt hat, kann er sowieso nicht zurück. Ich kann übrigens jetzt nicht wie beim PlayStation-Dings, kann ich nicht Sachen googeln. Also so Idiome. Oh, der Drachen von Kansai. Oh, die Zugstrecke sieht aber ganz kaputt aus. Ist das ein Shinkansen? Also ich würde die Shinkansen nicht erkennen, wenn ich sie sehe. Aber die Regionalzüge in den Animes sahen immer anders aus. Oh, was ist das denn für ein Rainbow-Colored-Drink? Rauchen im Zug ist noch drin, ne? 5年前、誰に喧嘩を吹っかけたんだ? 近江連合直参。合流会2代目会長、郷田隆氏。今から会いに行く近江連合会長、郷田陣の息子だ。会長の息子。バカだった。俺はそいつの罠にはまったんだ。罠? Er hat den Sohn des Vorsitzenden getroffen, anscheinend. 5年前、合流会は鴨呂町にちょくちょく顔出すようになっていた。狙いは、旧堂島組か? いや。 東条会の幹部だったら誰でもよかったんだ。大宮東条会を突いて関西におびき寄せる腹だった。当時荒れていた俺はボス?まんまと合流会の挑発に乗った。関西に乗り込んだのか?一人でな。合田隆二ってやつと殺しの勝負するために関西へ飛んだ。だがそこで待っていたのは殺だった。銃刀法違反でパクられ 臭い飯を5年も食うはめになった。まああんたの10年に比べりゃまだ短い方だがな。俺はその合田隆二ってやつに借りがある。それを始末しねえとは東条会背負って立つなんてできねえんだよ。そうか。言っておくが近江連合ってのは半端じゃねえ。裏でどんな罠仕掛けてるかわからねえ。 Also, long story short, er hat versucht, sich mit den Typen da zu treffen, aber die Cops waren da und haben ihn dann erwischt, und weil er irgendwie die Waffe bei hatte. Und dann war er 5 Jahre im Knast. Und aber er kann sich nicht beschweren, weil Kiyo saß ja 10 Jahre im Knast. Und der meinte, er soll ziemlich vorsichtig sein mit dem ganzen Eid-Dings da. Hey, Sonbori! Das kennen wir auch noch, übrigens. Das Heimatgebiet der Omi-Allianz. Ach, dessen gibt es hier bestimmt diesen dummen Kabarettclub. Oh, eine Krabbe. Das ist, glaube ich, irgendwo am Meer. Ich habe das schon mal angeguckt. Das ist. In Wirklichkeit ist das Osaka. Das ist ein Stadtbezirk von Osaka. Wenn ihr euch mal auf Wikipedia die Brücken von Osaka auf Wikipedia anguckt, dann sieht ihr einen Shot, den man genauso in Yakuza sehen kann. Kiryu-san. Hey, Kiryu-san. Ja. Gehst du direkt zum Hotel?
Habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Tja, naja, wie gesagt, ich habe hier nur schlechte Erinnerungen. Also es tut mich jetzt nicht gerade in die richtige Laune, hier in die Stadt zu gehen. Na, ich gehe dir mal einen kleinen Spaziergang gehen. Gönn dir etwas Entspannung. Alles klar, ich werde einfach das tun. Bleib auf deinen Zehen. Das ist hier nicht Camarocho. Also sehr vorsichtig. Das gleiche zu dir. Übertreib's nicht in den Bars. Bis später. Kiyo erschien mir noch nie der Typ, der irgendwie großartig in Bars ging. Hat schon mal den einen oder anderen Whisky mit seinem Bruder getrunken? Oh, was geht das hier wieder los hier? Ich habe 15 Stats. Ich kann das auch direkt leveln. Achso, ich kann das. Ah ja. Lunch? Achso, ich kann das Ding also entweder in Skills leveln, die halt direkt was kosten, oder ich kann halt das Zeug so reinbauen. Substory-Finder, den brauche ich! Verdammt! Ich Idiot! Ich muss aber die Punks kaputt schlagen. Der Substory, das ist. Locate those in need to help. Ja. Den brauche ich, kann ich aber erstmal alles andere verbrennen hier, weil ich nicht brauche. Warte mal hier. Boost Heat Scout, hör auf, von mir aus. Das Bauzeug brauche ich gar nicht? Okay. Jetzt würden die sogar Punks verwöbeln? Ja. Man in Black, use your surroundings. Ja, das weiß ich bereits. Ich habe die Vorgänger gespielt, Bursche. So, wir wollen auf jeden Fall hier. Achso. Das ist sowieso unser Ziel. Also, das hier ist das Cabaret Grand, zumindest 1988 ist das gewesen. Und da. Oh, guck mal, da unten sind Leute. Wir müssen nur diese Treppe hier runterlaufen. Ich habe noch grobe Orientierung aus Yakuza Zero. In dieser Stadt. Ich habe sowieso nicht so viel Möglichkeiten. Wir müssen noch welche Punks finden. Genau, und hier ist einer der Brücken. Oh nein! Ja, die kommen. Ich sollte nicht so weit wegwandern. Übrigens, kommt hin. Kann ich irgendwie ranlocken? Mist. Ja, die kommen nicht von. Oh, die haben mich. Ist natürlich doch gesehen. Ah, guck mal, da kommen sie. Ich muss mal durch die Nied rennen. Ach, die können auch nicht durch die. Die können auch nicht durch die und nicht mal grätzen. Ach, das ist lächerlich. Ja, ich würde mich ja gerne mit dem Burschen schlagen, aber ich darf leider nicht. Ah, schade. Ich könnte was essen. Oh. Was soll ich bloß heute essen? Hey, du bist nicht von hier, oder? Kommst aus dem Osten. Ja, woher weißt du das? Na, das ist ganz klar. Die Osaka Ladies haben den sechsten Sinn, weißt du? Ich bin mir sicher, Kanto hat seinen Charme, aber Osaka ist das einfache Leben. Eine Menge guter Leute hier. Und das Essen. Er weiß, was man auf den Teller haut. Nimm jetzt zum Beispiel Sotenbori als Beispiel. Jedes einzelne Restaurant hier hat etwas Feines zu essen. Und die Portionen sind einfach großartig. Das ist, wie ich esse. Weißt du? Und wie dem auch sei, ein kleiner Ratschlag. Pack on the Pounds? Ist so viel, wie du kannst, während du hier bist? Ich glaube, das heißt das übersetzt. Achso, jetzt bin ich gerade hier. Achso, ich kann nur in die andere Richtung. Also das Ding ist, es gibt so zwei. Ah, das kann ich hier gar nicht mehr besuchen. Oder ist das hier so ein Innenbezirk? Weil hier wäre das Moonlight, glaube ich, hieß die Bude. Und das war das Majimas Kabarett Club. Japanische unsichtbare Wände sind so OP. Ja, die sind noch schlimmer als die normalen japanischen Wände. Warte mal, die da hinten sehen aber so aus, als könntest du mir kommen, oder? Delinquenz, warum wollen wir die so heißen? Oh, der hat einen Besi! Gib den Besi her, Bursche! Jawohl, danke! Ein guter Besi. Übrigens sehr cool, ich konnte den Basie. Oh, das hat die haben nur 5 gebracht, das ist glaube ich zu wenig. Ich konnte den Basie direkt aus seiner Hand greifen. Das ist auch ziemlich geil eigentlich. Also es gefällt mir. Also die Verbesserungen im Vergleich zum Vorgänger sind großartig. Ja, verdammt, befinde mich jetzt. Ich brauche noch eine Punk-Gruppe. Die hat nicht gereicht. Gib mir eine weitere.